Herzlich willkommen zu unserem dritten Teil im Bereich der bedarfsgerechten Kühlung. Ich habe heute wieder meinen Gast Daniel Haag von der IGTE in Stuttgart da. Hallo Daniel, schön, dass du wieder dabei bist. Und vielleicht wieder ein paar Worte zu dir und deiner Person. Ja, sehr gerne. Natürlich erstmal wieder vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich nochmal kommen durfte. Ja. Sehr cool, ja. Mein Name ist Daniel Haag. Ich bin Doktorand an der Universität Stuttgart am Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung. Unsere Forschungsbereiche erstrecken sich im Prinzip im Bereich Energieeffizienz, Ressourcenschonung und für mich insbesondere in der Kühlung von elektronischen Bauteilen und da im Schaltschrankbereich, das heißt Klimatisierung von Schaltschränken. Und da kommen wir jetzt auch zusammen, da sind wir uns seit langen Jahren Partner. Genau, ja. Und dann lassen wir uns so direkt ins Thema wieder einsteigen. Wir haben in den ersten zwei Teilen, ging es in der Theorie eigentlich los, ne? Da haben wir so ein bisschen aus der Theorie berichtet, aus dem Bereich der Theorie. Dann sind wir so mehr und mehr in die Praxis übergegangen. Und heute wollen wir dann wirklich nochmal in die Tiefe gehen und auch die neuesten Erkenntnisse aus praktischen Messungen zeigen. Und ja, warum es auch so wichtig ist, dann nachhaltig die Praxis auf die Theorie zu legen. Ja, warum sind aus deiner Ansicht her die praktischen Messungen, Anwendungen so wichtig? Ja, also aus meiner Sicht ist es natürlich die Basis dafür, dass man Vertrauen schafft und dass einem überhaupt Gehör geschenkt wird. Ich meine, jedes Berechnungsmodell ist eben nur so gut wie die Validierung, das heißt der messtechnische Vergleich, den man danach schafft. Und das ist natürlich insbesondere im Bereich der Schaltschrankkühlung sehr wichtig, wenn Betriebsbedingungen unscharf sind. Das hat man in unserem zweiten Teil auch schon mal diskutiert mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor und der Verlustleistung. Ich meine, ich werde nie ein zuverlässiges Berechnungsergebnis hinbekommen, wenn meine Eingangsfaktoren so unscharf sind. Ja. Da hatte ich ja das Beispiel gebracht, dass der Gleichzeitigkeitsfaktor, also der die Verlustleistung angibt, im Prinzip vergleichen zu einer 100% Auslastung der Anlage, dass der einen Wert von nur 40% annehmen kann. Das heißt, statt 500 Watt waren auf einmal nur 200 Watt im Schaltschrank. Ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich interessante Thematik. Letztendlich zeigt das ja wirklich eindeutig, wie individuell unterschiedlich dann auch die praktischen Anwendungen sind. Ja. Absolut. Das Verhalten von einem Umrichter oder so ist ja mit eines der wichtigsten Themen als Hauptenergietreiber dann auch. Ja. Wie wichtig sind dann für dich allgemein Praxismessungen auf eine Langzeitmessung oder macht es eher Sinn, Kurzzeitmessungen durchzuführen? Was ist denn alles abhängig bei solchen Messungen oder worauf schauen wir? Ja, also ich glaube, den Stellenwert von Messungen allgemein, den haben wir jetzt untermauert mit dem Video, aber auch mit dem Teil 2 eigentlich schon. Langzeitmessungen sind natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Da hat man jetzt die Möglichkeit, wirklich mal den Energieumsatz oder die Temperaturverteilung in unserem Schaltschrank über ein ganzes Jahr hinweg zu betrachten. Mhm. Und das macht jetzt natürlich einen enormen Unterschied, ob ich mich jetzt in den Sommermonaten bewege bei der Schaltschranktemperaturbetrachtung oder eher in die Wintermonate gehe. Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Thema, ein ganz wichtiges Thema. Und dann auch nochmal so spezielle Phänomene. Also neben der Verlustleistung ist natürlich auch die Strömung ganz wichtig in so einem Schaltschrank. Super Einstieg. Ich denke, zum Thema Strömung hast du zwar schon mal was berichtet aus der Theorieseite, aber vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, bevor wir in die Praxismessungen einsteigen. Ja, natürlich. Also was ich jetzt heute mitgebracht habe an Schaubild ist folgendes. Und zwar, das ist ein Ausschnitt aus einer Schaltschrankkombination. Und die haben wir uns wieder strömungstechnisch betrachtet. Ja. Das heißt, mit so einer Strömungssimulation. Ja. Okay. Was jetzt hier aufgezeigt sind, das sind die Stromlinien. Das heißt, wie würde sich jetzt so ein Luftpartikel oder wenn ich dann Partikel reinbringe, bewegen entlang so einer Stromlinie. Mhm. Und hier haben wir jetzt zwei Schränke. Das auf der rechten Seite, das ist der Antriebsschrank. Da sieht man, der ist jetzt sehr, sehr gut durchströmt, weil da ist ein aktives Kühlmedium drauf, also ein Kühlgerät. Mhm. Auf der linken Seite aber der Steuerungsschrank, da wo jetzt eigentlich die ganze empfindliche Elektronik, sage ich jetzt mal, sitzt, ja, der ist nur sehr schlecht durchströmt. Ja. Okay. Und das ist jetzt natürlich ein Problem. Um den dann so weit runterzukriegen, dass man in dem erlaubten Bereich ist, muss ich da sehr, sehr viel Energie investieren. Und das kann da eben nicht Sinn der Sache sein. Also es macht jetzt keinen Sinn, ein größeres Klimagerät zum Beispiel da drauf zu setzen, in der Hoffnung, dass ich dann auf der linken Seite dann auch die entsprechende kalte Luft kriege, die ich dann in den Hotspot-Bereichen oder Strömungsschutzgebieten kriege. Ja, es wäre natürlich eine Option, aber das kann ich keinem empfehlen. Allein schon in Zeiten, wo wir heute leben, aus Nachhaltigkeitsgründen macht es wenig Sinn. Ja. Okay. Ja, aber wir haben das Ganze jetzt natürlich auch mal messtechnisch untersucht. Ja. Dazu habe ich auch zwei Schaubilder mitgebracht. Ja.
Zunächst möchte ich da jetzt auf die gemessenen Temperaturen in diesem Antriebsschrank eingehen. Also da, wo ich vorher sagte, ja, ist das Klima eigentlich unbedenklich. Ja. Das haben wir im Prinzip jetzt auch die Praxismessung da bestätigt. Da hatten wir jetzt maximale Temperaturen von bis zu 40 Grad gerundet und eine Temperaturschichtung im Prinzip von maximal 5 Kelvin. Ja. Sieht man aber auch in der Simulation, da wird das Ganze ja sehr gut durchströmt. Ja. Anders sieht es aber halt aus in dem zweiten Schrank, wo wir vorher schon gesagt haben, von theoretischer Seite problematisch. Ja. Damals Temperaturen von bis zu 55 Grad und das kommt halt schon sehr nah an die maximal erlaubte Betriebsbedingungen ran oder ist eigentlich schon drüber, zum Beispiel für so eine Steuerung. Ja. Da werden maximal 40 bis 45 empfohlen. Mhm. Und ich habe halt noch ein zweites Problem, nämlich dass ich da jetzt eine riesen Schichtung drin habe, nämlich 20 bis 30 Kelvin, also zwischen oben und unten in dem Schaltschrank. Ja. Und das hängt einfach ganz klar damit zusammen, dass die warme Luft nach oben steigt, also Auftrieb, und dann hat man halt eine Schichtung da drin. Das ist halt schon sehr problematisch. Also rein rechnerisch und von der Auslegung her müsste man hier jetzt eigentlich sagen, aktiv zukühlen, weil man weiß ja nicht, was passiert, wenn es draußen noch mal ein bisschen wärmer wird. Genau, das könnte man sich natürlich auf den Standpunkt stellen und sagen, ja, zweites Kühlgerät auf dem anderen auch. Ja. Okay. Aber da kommt jetzt die wissenschaftliche Seite wieder. Ja. Wir haben jetzt natürlich nochmal eine andere effiziente Lösung, die wir jetzt umsetzen könnten, nämlich die Luft zu bewegen. Nicht nur die Luft aktiv zu kühlen, also das Temperaturniveau zu senken, sondern einfach diese Luftschichtungen aufzulösen. Ja. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Da haben wir eine von euren Lüfterbänken eingebaut oder besser gesagt in jeden Schaltschrank eine, also zwei in Summe. Und da habe ich jetzt auch nochmal die Messergebnisse dann mitgebracht, also von dieser Optimierungsmaßnahme. Da schauen wir uns jetzt zuerst wieder den Schaltschrank an mit dem Kühlgerät. Der ist nach wie vor unbedenklich von den Temperaturen. Da sind wir immer noch maximal bei 40 Grad. Die Temperaturschichtung haben wir minimal reduziert. Ja. Da sind wir jetzt auf 2 bis 3 Kelvin, aber das war auch vorher schon weitestgehend problematisch. Oder war vorher weitestgehend auch unproblematisch. Interessant wird es jetzt aber, wenn wir uns den anderen Schaltschrank anschauen, nämlich der uns vorher Sorgen gemacht hat. Hier konnten wir jetzt schon eine sehr, sehr große Verbesserung erzielen durch den AirBlau. Nämlich haben wir jetzt hier ein maximales Temperaturniveau von nur 40 Grad. Also haben da 15 Kelvin reduziert im Vergleich zu vorher. Und haben eben auch diese Schichtungen aufgehoben zwischen oben und unten. Da sind wir jetzt halt einfach in einem Bereich, sage ich mal, kleiner 5 Kelvin. Und das ist natürlich jetzt schon enorm dafür, dass ich jetzt in Anführungszeichen nur die Luft bewegt habe. Wenn man das jetzt leistungstechnisch vergleicht, so ein AirBlau geregelt zieht maximal 20 Watt. Und so ein Kompressionskälte-Kühlgerät, ich meine, die kleinste Abstufung, die es der Markt üblich gibt, sind 1 kW, vielleicht 1,5 kW. Also nur mal, um die Größenordnung da zu veranschaulichen. Also man sieht relativ schön eigentlich ja hier jetzt, dass wirklich dieses Umwälzen funktioniert und nicht, dass ich die kalte Luft, die von dem aktiven Kühlmedium kommt, was man ja bei diesem reinen Kombinationsschrank auf jeden Fall benötigt, dass ich die dann auch wirklich in die anderen Felder übertragen kann und durch das Umwälzen auch besser verteilt kriege. Ja. Genau. Und dann sind wir eben wieder bei dem Thema Bedarfsgerechtigkeit. Ja. Also dann setze ich halt energetisch gesehen nur das ein, was ich halt tatsächlich brauche. Und alles andere mache ich nur über die energetisch wenig teure Luftbewegung. Sehr gut, ja. Also energetische Abschätzung, Showcase ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, aber ich glaube, da wolltest du auch nochmal auf deinem letzten Schaubild kurz drauf eingehen. Genau, also im Prinzip ist das jetzt nochmal zusammengefasst, was wir jetzt anhand der Temperaturen schon gesehen haben. Da auch vorweg kleiner Disclaimer, das soll jetzt keine allgemeingültige Aussage sein. Ich denke, da sind wir uns einig, Michael, da ist eben viel Individualität in dem Bereich. Ja, das soll einfach nur mal eine Größenordnung angeben. Wir haben uns jetzt dann den Schaltschrank angeschaut, wie diesen Steuerungsschrank, den wir da gerade gezeigt haben. Ja, das heißt, einer war sehr schlecht durchströmt. Da hätte ich jetzt sehr, sehr viel Kühlenergie investieren müssen, um den eben runterzukriegen. Mhm. Das sieht man jetzt hier auch in diesem Schaubild. Da sind jetzt mit den Linien sind Temperaturen gezeigt. Mit den Balken ist der mittlere Zukühlbedarf. Das heißt, was muss ich da an Kühlenergie reinstecken? Mhm. Fangen wir mal kurz mit der schwarzen Linie an. Das ist jetzt eine Außenklimalinie. Die haben wir Wetterdaten aus 2021 genommen. In Gelb dann, was spiegelt sich in der Halle wieder? Also da halt einen gewissen Offset, weil das Gebäude eben dämmt oder sich jedenfalls aufheizt. Ja. Mhm. Und in Rot dann die Temperaturen, die wir da jetzt berechnet haben. Ja. Das haben wir mit dem AirTemp-Berechnungsprogramm gemacht. Ja. Und da sieht man eigentlich sehr schön, dass wir immer an den 40 Grad dran sind. Na, warum jetzt genau teilweise an den 40 Grad? Weil wir da eben so viel zugekühlt haben, dass es eben passt, also dass wir diese Betriebsbedingungen da erreichen. Und man sieht jetzt halt, dass wir zwischen April und November haben wir da jetzt einen Zukühlbedarf. Ja. Und liegt natürlich in Sommermonaten. Da kommen wir jetzt mit der eine marktübliche Effizienz von dem Kühlgerät berücksichtigt, kam jetzt auf einen Wert von 557 Kilowattstunden. Das ist schon ordentlich, ja. Ist ordentlich und das möchte ich jetzt mal dann
nebenhin stellen, neben den optimierten Fall. Und da haben wir jetzt, das Schaubild, das jetzt eingeblendet ist, alle Maßnahmen umgesetzt, die wir uns vorher diskutiert hatten. Also Bauteilentzerrung, euer Verdrahtungssystem und eben diese Zirkulationsströmung durch den Airblower. Mhm. Und Farbgebung ist wieder vergleichbar. Das sieht man einmal, wenn man sich die Temperaturen anschaut, also rot im Schaltschrank. Wir sind immer unter den 40 Grad, das heißt, die Betriebsbedingungen wurden eingehalten. Und wir sind in der Regel sogar unter den 40 Grad, also sind nicht genau an der Linie, sondern sogar bei zwischen 35 und 40 Grad. Und besonders spannend wird zurzeit, wenn man sich diesen Zukühlbedarf anschaut, also diese blauen Linien oder blauen Balken. Da haben wir jetzt nur noch einen Zukühlbedarf zwischen Juni und September. Und allein der ist jetzt sehr reduziert. Ja. Und wenn man das jetzt wieder so aufkumuliert, dann kommen wir da auf einen Energiebedarf von 131 Kilowattstunden. Und das ist dann vergleichend eine Reduktion von 76%, also sowohl bei Elektrizität als auch CO2, weil das da direkt eingeht. Und ich glaube, das zeigt jetzt schon ganz gut, mit welcher, also wie groß das Nutzenpotenzial da ist. Also da nochmal, das soll keine allgemeingültige Aussage sein, aber einfach, ich würde sagen, eine Motivation in dem Bereich da mehr zu tun. Auf jeden Fall. Also ich denke, das zeigt ganz, ganz gut, dass man wirklich hier auch in der Praxis mehr und mehr messen sollte und wirklich auch mal gucken sollte, was passiert denn in den Anlagen. Und dass da auf jeden Fall noch der ein oder andere Optimierungsfall vorhanden ist. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, war sehr interessant und ich freue mich auf den nächsten Videoblog.